das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hier ist der Pferdepodcast, der den jungen Haflinger AC/DC begleitet vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck hin zu S-Dressuren. Und auch in dieser Mini-Ausgabe vor Folge 270, die wir am Wochenende aufnehmen, wird es darum gehen. Jenny und AC/DC auf dem Weg zur Haflinger Europameisterschaft, hoffentlich. Aber bevor wir, Jenny, du bist schon auch da, ne? Du hörst mir noch. Du bist da. Ich bin hier und stink vor mich hin. Sehr gut. Bevor wir darüber reden, müssen wir noch ein kleines bisschen Ablage machen. Es gibt nämlich Hörerinnenpost. Und die lustigste Hörerinnenpost kommt von Karen. Kannst du dich erinnern, die war in unserer Weihnachtsfolge, hat teilgenommen an dem Pferde-Podcast-Quiz. Ja, klar. Und sie nahm Bezug, ist ja auch schon ein paar Tage her, und zwar auf eine Situation in unserem Podcast. Ich kann mich inhaltlich gar nicht mehr genau dran erinnern, aber ich weiß genau, auf welche Situation sie anspielt, wo wir den Eindruck erweckt haben. War so deutsch, Baby, echt, wo wir haben. Ja, wo wir haben wo den Eindruck. Also wir haben den Eindruck erweckt, dass Manni, unser Orchestermusiker, der ja vor den großen Folgen immer die Pferde-Podcast-Hymne spielt, dass der kein echter Mensch sei. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Wir haben über irgendwas geredet, Peitschen oder so. Und ich habe dann gesagt, ja, das könnte auch für den Manni interessant sein. Und da hast du gesagt, das war die Erotiksattlerin. Die Erotiksattlerin. Und du hast gesagt, ja, aber das ist auch für echte Menschen interessant. Oh, okay. Und so. Und also deshalb, ich würde gerne an dieser Stelle einmal klarstellen, unser Manni ist natürlich ein echter Mensch. Der lebt bei uns im Keller, der hat Spaß am Leben, dem geht's gut, der löst gerne Kreuzworträtsel, der guckt viel Video und dann immer, wenn wir die Folge aufnehmen, dann rufen wir den und dann dauert's ein bisschen, dann zieht er sich was an oder was aus, also je nachdem, und dann kommt der und spielt live die Pferde-Podcast-Hymne und dann geht er wieder in den Keller. Wen wir uns ausgedacht haben und wen es nicht wirklich gibt, ist der Günther vom Berg. Den gibt es nicht wirklich da oben auf dem Berg. Da gibt es also einen Menschen, der so mit der Außenwelt kommuniziert, ist die Nadine und die Kinder. Und alle anderen leben in einer sehr friedlichen, aber sehr verschlossenen Gemeinschaft oben auf dem Berg miteinander zusammen. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass das so schwierig, also deren Sprache ist noch weitgehend unerforscht. So muss man sich das vorstellen. Das liegt vielleicht aber auch an dem vielen Bier, das die trinken. Also genau, die kommen da nicht runter. Die sind sehr friedlich und so. Man versteht sie auch nicht immer so. Man versteht sie nicht. Es gibt Forscher, die sind dabei, die Sprache zu erkunden. Also sehr viele Zischlaute auch dabei. Also das ist sehr schwer, das alles auseinanderzuhalten. Und ja, so ist es. Das sind übrigens auch die Erfinder dieser Knöpfle-Nudeln. Wusstest du das? ja, doch, die gibt es in Baden-Württemberg manchmal. Ja, die fallen immer von der Gabel, die muss man mit dem Löffel essen. Genau, unsere ausgesuchten Restaurants gibt es die. Die sind erfunden worden von dieser Gemeinschaft oben auf dem Berg. Weiß kaum jemand. So ein bisschen wie die Amish, nur mit Bier. So ein bisschen. Amish mit Bier. Das ist ein geiler Folgentitel eigentlich. Genau, also so muss man, so nur, dass das mal klargestellt ist, weil wir wollen hier also niemandes Welt ins Wanken bringen sozusagen, dass das klar ist. Wir gucken ja also TV und wir haben jetzt gestern angefangen, prominent getrennt. Und dann ist ja eine dabei, die wieder so eine schreckliche Lache hat, wie eine Hyäne. Und dann denke ich immer, ich bin so froh, dass ich nicht so eine Lache habe. Hoffentlich empfinden die das da draußen auch, dass ich nicht so eine Lache habe wie eine Hyäne. Deshalb hör auf zu, also Lachen ist eigentlich, also ja, sparsam einsetzen. Dann gibt es noch eine ernsthafte Zuschrift, wobei, also Karin hat das, glaube ich, schon sehr ernst gemeint mit dem Manni. Es gibt auch noch eine Zuschrift zum Thema Herpesimpfung, worüber wir gesprochen hatten. Und wir haben, also du hast so ein bisschen gesagt, wie du mit dem Wegfall der Herpesimpfpflicht umgehst. Und wir haben auch gesagt, wir wollen das Thema noch mal ein bisschen vertiefen mit einer Tierärztin. Unter anderem ging es aber auch um die Frage, wie lange hält die Herpesimpfung und wie häufig muss man impfen und so, ne? Ja. Da hat sich unsere Hörerin Yvonne zugemeldet. Und klar machen wir das mit der Tierärztin, steht auf unserer Themenliste. Aber so
als schnellen Schuss und schnellen Input hat sie geschrieben: Hallo Jenny, hallo Chris. Ich höre gerade eure, jetzt die Nachricht hier weg. Ich drehe durch. Ich höre gerade eure neue Folge zu der Herpesimpfung. Kann ich euch sagen, dass sie, wenn man impfen lässt, alle 6 Monate geimpft werden muss. Die Impfung hält nur 6 Monate. Haben eine Tierarzthelferin am Stall und hatten die Diskussion zuletzt gerade erst. Okay. Liebe Grüße. Also das in der Tat. Also macht man es oder man lässt es. Aber einmal im Jahr ist dann auch doof. Genau, also wenn ich Yvonne richtig verstehe, also wir können es alles, wie gesagt, mit der Tierärztin ja nochmal vertiefen, aber wenn ich Yvonne richtig verstehe, das ist, dann ist es so, wenn man impft, dann wären die Kameraden alle 6 Monate dran. Jenny, der Weg zur Haflinger Europameisterschaft. Wir haben Ankündigungen zu machen. Der Teaser, dafür ist so ein Teaser ja auch da, ne, dass wir Ankündigungen machen. Ich glaube, das ist super. Ich bewundere ja immer, dass du vor so wenigen Dingen Angst hast. Also weder vor so einer Europameisterschaft noch vor dem Qualifikationswettkampf so richtig. Aber jetzt hast du mir ein Geständnis gemacht. Und zwar haben wir ja Großes vor am Wochenende. Und da hast du so ein bisschen, da bist du schon so ein bisschen nervös. Du bekommst nämlich dein Mental-Coaching von Constanze Wiesner, die ja schon zu Gast war bei uns im Podcast, die so ein bisschen erzählt hat über ihre Tätigkeit als Mentaltrainerin. Und das Ganze findet statt am Sonntag früh. Das ist wichtig für die Steady-Unterstützer auch zu wissen. Wir werden am Wochenende relativ spät, also erst am Sonntag, aufnehmen. Und ein wesentlicher Part in der nächsten Folge wird dann eben genau dieses Mentaltraining sein, in dessen Genuss du kommst mit Constanze. Ich mache mir voll viele Gedanken, ob ich denn, also was alles so in meinem Kopf vorgeht, wenn ich so an diese Prüfung denke, was ich ja immer so denke, oh, hoffentlich fällt er mir vorne nicht runter und hoffentlich kann ich das Genick oben halten und hoffentlich galoppiert er durch. Solche Sachen will ich eigentlich aus meinem Kopf verbannen. Ich will da nicht drüber nachdenken, weil sobald ich drüber nachdenke, dann passiert es auch, wie sie gesagt hat. Ja. Und natürlich behalte ich ihn vor mir, aber ich will... Also ich mache mir so ein bisschen, ich überlege mir, ob ich mich vorbereiten muss. Muss ich denn sortieren, wovor ich Angst habe? Oder kann ich das einfach so rauslassen? So, ich glaube, es ist besser, wenn man sich nicht vorbereitet, oder? Keine Ahnung. Also ich würde mich, glaube ich, nicht wirklich vorbereiten. Ich würde so einmal so drüber nachdenken irgendwie. Was beschäftigt dich im weitesten Sinne? Eine Million Dinge beschäftigen mich dann. Deswegen, ja. Es ist so ein bisschen durcheinander in meinem Kopf und... Ich versuche ja dann auch immer, deswegen fahre ich auch so gerne alleine aufs Turnier, weil ich dann im Auto mich dann immer so fokussiere auf, okay, das ist die Prüfung. Da kommt das, das muss so geritten werden, das so. Das nutze ich immer, um mich so ein bisschen zu konzentrieren und mich auf diese Prüfung dann vorzubereiten. Und dann muss ich in so einen Siegerflow kommen. Und wenn ich den dann halten kann bis ins Viereck, dann ist immer geil. Aber es ist ja schon die Frage, ob du auch aus Expertinnen-Sicht. Genau, ob ich das richtig mache. Die richtigen Dinge denkst, ne? Genau. Also das wird schon spannend. Oh. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, komm, muss ich was aufschreiben? Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst da einfach reingehen. Ich mache mir ja so ein bisschen Sorgen um die Frage, wie lange wird diese Folge dauern, weil Constanze hat ja schon auf ihrer Website geschrieben, dass so ein Coaching, so eine Sitzung, so eine Einmalsitzung, dass es bis zu 90 Minuten dauern kann. Ja, aber ich bin ja schon auf einem guten Weg. Ich weiß ja schon, dass Glaube Berge versetzt. Das hat sich in meinem Leben ganz oft bewahrheitet. Man muss nur dran glauben und dann passiert es auch. Oder gut schummeln, ne? Ja, konnte ich auch immer gut. Aber okay, aber der Glaube an sich selbst, ja, das stimmt schon. Also ich glaube, okay, also vielleicht reizt du die 90 Minuten nicht bis in die letzte Rille aus. Aber darin liegt auch so ein bisschen der Reiz der nächsten Folge dann. Wie wird das ablaufen, dieses Coaching? Also wenn es irgendwie völlig für die Tonne ist, dann machen wir eine Ersatzsendung, ne? Ich glaube nicht, dass das... Nein, ich meine ich so, dass ich so... Ach so, wenn du danach völlig demoralisiert bist und sagst, ich muss erstmal... Ich reite nie wieder. Ja genau, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Reitpause oder so, das wäre doof, das stimmt. Aber, also ich bin wirklich gespannt und ich glaube, dass wir damit möglicherweise auch einen Nerv treffen oder anders gesagt, deine Stallkollegin Vanessa, die hat schon gesagt, sie sei... enorm gespannt auf das Coaching. Hast du das mitbekommen eigentlich? Nee. Doch. Also Vanessa kam zu uns, zu mir und hat gesagt, sie hätte das Interview mit Constanze schon so interessant gefunden. Mentaltraining, wie läuft das alles ab? Und dass du jetzt dann quasi am Wochenende
das Versuchskaninchen bist und das wirklich einmal durchexerzierst mit Konstanze, ein Coaching, eine Vorbereitung auf einen Wettkampf, der dann ja eine Woche später stattfindet, 2 Sterne M, Qualifikation zur Europameisterschaft. Also da Mäuschen spielen zu können, sagt Vanessa, das findet sie schon spannend. Naja, ich habe ja im Prinzip auch, den Klexi habe ich ja auch auf diesem Turnier, das erste Mal 60er Viereck auf Kandare mit dem Klexi. Da darf ich, glaube ich, nicht denken, oh Gott, hoffentlich kriege ich den dann durchgeritten. Ich glaube, auch da muss ich anders denken. Ich muss dann denken, der fliegt mit mir durchs Viereck. Der also, geht vorwärts ja. Und der ist fluffig. Und ich glaube, so muss ich denken. Und nicht, oh Gott, kriege ich die Mitteltrapp auf 60 Meter? Das darf ich, glaube ich, nicht denken. Ich glaube, ich muss ganz anders denken. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den 60 Metern. Alle Prüfungen auf 60 Meter, außer die Dressurreiter L mit dem Klexi. Jenny, du wirst dich darauf vorbereiten. Am Sonntag mit Konstanze zusammen und alle dürfen Mäuschen spielen. Und auch so ein bisschen dann hören, wie sehen so die Strategien aus von der Mentaltrainerin. Das wird, glaube ich, eine interessante Geschichte. Wo wir beim Ankündigen sind, also das wird uns in der nächsten Folge beschäftigen. Darf ich ein Save the Date schon mal kurz loswerden? Ich hoffe, dass das jetzt nicht too much ist. Aber in der nächsten Woche werden wir was machen, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar ein Interview für den Pferde-Podcast live führen sozusagen, live streamen, sodass alle dabei sein können. Wir haben nämlich Isabel bei uns zu Gast, denn für eine der nächsten Folgen. Isabel, ihres Zeichens, Österreicherin, geprüfte Ernährungsberaterin für Pferde. Und ja, sie macht seit kurzem jetzt den Podcast Heuhafer und Co., den wir ja produzieren dürfen. Und wir haben sie eingeladen und haben gesagt, Mensch, erzähl doch mal über dein Thema, über deinen Podcast. Und die Idee ist so ein bisschen, dass das Interview ja noch besser werden könnte, wenn Hörer, die sich dafür interessieren, dabei sind und dann vielleicht schon ihre Fragen, wenn es denn Fragen gibt, loswerden können. Also jetzt in Folge 2 geht es zum Beispiel um das Thema Muskelaufbau bei Pferden und welche Futter können da helfen. Also total spannend, ist noch nicht veröffentlicht, kommt demnächst. Da vielleicht mal ganz kurz so dazwischen gefragt, Muskelaufbau ist ja auch ein Thema, was dich enorm beschäftigt, oder? Mit dem Benny und so. Genau. Also gibst du irgendwelche Zusatz? Nicht mit dem Benny, mit dem Klexi. Oder mit dem, ja genau, mit dem Klexi. Mit dem, der Benny wird sicherlich dann irgendwann auch mal dran sein, wenn der so. Aber der hat ja schon ganz schöne Spielmuskeln gekriegt. Ein schönes Kompliment, wenn die Verkäufer mir schreiben, wow, der sieht aber gut aus. Ja, das ist toll, oder? Ja. Die Nachricht gab es jetzt kürzlich und das hatte ich auch richtig gefreut. Ne? Total, ja. Aber das kommt von vielen Spielen. Also mit dem Klexi, die sind ja nonstop am Spielen und da kommen natürlich auch die Muskeln und da kommt dann die Kraft und die steigen sich an und ja, gibst gesunde du denn, Bewegung. Ja, gibst du denn Zusatzfutter? Also jetzt Klexi zum Beispiel und AC? Ja, die beiden, also der AC und der Ben, die kriegen beide dieses Number One von Kristallkraft dazu, das gegen Mauke und Mähnenschubbern und so ein bisschen entgiftend wirkt und für den Stoffwechsel gut ist. Und so habe ich ja auch die Mauke bei Ben komplett weggekriegt. Also das ist nichts mehr da, das ist alles komplett verheilt. Und Klexi kriegt ja schon ganz lange von Kristallkraft das Kuli für den Magen. Mhm. Und dem geht es damit auch gut. Cool. Ernährungsfragen. Isabel zu Gast im Pferde-Podcast. Wir werden sie in der nächsten Woche interviewen. Ich würde es nicht so breit treten, wenn man nicht die Gelegenheit hätte, als Hörerinnen und Hörer einfach auch da Mäuschen zu machen und sich live mit Fragen einzuschalten, wenn man das denn will. Am Freitag, dem 19. April um 19 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen wird man das verfolgen können. Das schon mal, also wir werden es natürlich auch in der nächsten Woche noch mal kommunizieren, aber damit ihr es schon mal gehört habt, Freitag, 19. April, 19 Uhr, Isabel, Handy aus. Interview mit Isabel, Ernährungsberaterin aus Österreich und unsere Hörers können dabei sein. Jenny, jetzt steht aber erstmal, wie gesagt, das Mentalcoaching an. Deinen Dreien geht's gut, du hast es ja eben gerade schon angedeutet, ne? Benny und Klexi spielen sich die Seele aus dem Leib und AC/DC ist ja immer noch die Spaßbremse. Machen wir eine Teaser oder machen wir eine Sendung? Ich will doch nur mal, aber müssen wir noch einmal hören, wie es deinen alles gut. Herzchen Tschüss. Geht. Ich will noch ein bisschen shoppen gehen. Und das ist nämlich die schmutzige Wahrheit, ne?
Ja, und jetzt halt mich doch nicht so lange auf hier. Also Sendung hören am Montag und habt eine pferdige Zeit. Und Jenny lässt jetzt die Kreditkarte rauchen, fürchte ich. Tschüss. Tschüss.